Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie wieder zu einer weiteren Folge von Sabine Lienig TV. Heute habe ich den Richard Neubersch von Swiss Harmony bei mir und er wird uns gleich interessante Sachen erzählen über harmonische Schwingungen und disharmonische Schwingungen. Aber lassen wir ihn selbst reden. Hallo Richard, herzlich willkommen in meiner Sendung. Ich freue mich, dass du heute bei mir bist und du hast bestimmt sehr viel interessante Sachen zu erzählen. Als erstes würde ich gerne mal wissen, so ein bisschen deine Vita auch, wie du zu allem gekommen bist. Erzähl doch einfach mal, ja. Wann und wo bist du geboren, was hast du gemacht beruflich? Das ist Mann, den ganzen Lebenslauf, ja? Kurz, kurz in Kurzform. Okay. Gelernt habe ich Speditionskaufmann. Ach, okay. Toll, ne? Ja. Ja, und gemacht habe ich dann später was ganz anderes, nämlich eine Zeitung. Aha. Ich habe eine Zeitung herausgegeben. Die ich dann 2,5 Jahre später verkaufen durfte an eine große Verlagsgesellschaft für viel Geld mit 27 Jahren. Oh. Und da habe ich gedacht, jetzt habe ich es geschafft. Ach, war das so eine bekannte Zeitung? Ich weiß das jetzt. Nee, das war sowas wie ein Anzeigenblatt. Ach so. Weißt du? Was gut. So kostenlos verteilt wurde in meiner Heimatstadt in Maas. Und weißt du, mit dem Scheck in der Hand nach Hause zu fahren, habe ich mir anders vorgestellt. Mhm. Ich habe nämlich gemerkt, ich bin alles andere als glücklich und zufrieden. Ich war ängstlich und besorgt. Ängstlich, alles falsch zu machen in Zukunft. Ich hatte ein 10-jähriges Wettbewerbsverbot unterschreiben müssen. Dafür habe ich eigentlich das Geld bekommen. Mhm. Also meine Zukunft war total offen. Aber ich hatte genügend Geld. Und das war das, was mir früher ganz wichtig war. In meinem Elternhaus gab es sowas wie Religion, Spiritualität. Das gab es alles nicht. Es gab mehr Arbeiten, hart arbeiten. Das Leben ist hart. Und ja, die Reichen, das sind alles Bonzen und Schweine und so. Oh. Also so in diesem Umfeld bin ich groß geworden und so war auch ich natürlich darauf ausgerichtet, Geld zu verdienen, Marktlücken zu finden, reich zu werden, Einfluss zu haben. Ja, reich ist gleich glücklich, ne? Denken ja viele auch heute noch, obwohl das ja oft nicht so ist. Ja, und das war mein Schlüsselerlebnis. Mit 27 Jahren war ich reich, also ich dachte, ich sei reich, sei alles verhältnismäßig, ne? Mit 27? Ist alles relativ, mit 27. Auch schon sehr, sehr jung quasi, ja. Und ich habe gemerkt, Moment mal, du bist ja überhaupt nicht glücklich, du hast ja Angst. Und dann habe ich mir überlegt, was ist denn jetzt hier falsch, weil ich habe ja von anderen Dingen noch nie irgendwas gehört. Ich habe nur mir dann vorgestellt, wie wäre es, wenn ich jetzt das Zehnfache auf dem Scheck hätte. Mhm. Und dann ist mir klar geworden, dann hätte ich nur 10-mal so viel Angst wahrscheinlich. Interessant. Ja, das war wirklich ein ganz spannender Gedanke. Mhm. Und da kam zum ersten Mal sowas wie eine Ahnung. Also da habe ich gedacht, es muss was anders geben. Also das kann es nicht sein. Geld und sowas kann es gar nicht sein. Ich habe irgendwas verpasst. Und ich hatte das Glück, dann ein paar Jahre später eine Arbeit zu bekommen, wo ich als Kollegin eine Yogalehrerin traf. Mhm. Und die hatte das habe ich sofort gespürt, da ist mehr, das ist was Geheimnisvolles und da sind Dinge, die ich noch gar nicht kenne. Und so kam ich mehr und mehr so in den Weg in die Spiritualität und habe Carlos Castaneda gelesen. Ah ja, das kenne ich auch. Ja. Verschlungen habe ich Castaneda. Ja. Und dann war für mich klar, ich muss jetzt was anderes tun. Das geht jetzt alles nicht mehr. Und habe eine Heilpraktikerschule besucht. Ach, du bist auch Heilpraktiker? Nein, leider nicht, weil... Kollege? Immer wieder hat mich das Leben so ein bisschen überrollt. Die Notwendigkeiten des Lebens und die Notwendigkeiten tatsächlich des Geldverdienens. Mhm. Und meinen sogenannten Reichtum habe ich schon längst verloren innerhalb der nächsten 5 Jahre, die darauf folgten, sozusagen. Mhm. Und dann war ich also in dieser Heilpraktikerausbildung. Und in dieser Heilpraktikerausbildung bin ich der Technologie der Radionik begegnet. Ah ja. Mhm. Und das hat mich fasziniert. Mhm. Also, erklär mal, was Radionik ist für die Zuschauer, die es jetzt nicht wissen. Ja, das wusste ich damals auch nicht, was das ist. Ne? Ich habe nur ein Bild gesehen, ein Bild von einem Feld. Mhm. Und die eine Seite des Feldes war dürftig entwickelt, also mickrig, kann man sagen. Und die andere war richtig üppig bewachsen. Und zwischen den beiden Qualitäten sozusagen war eine Linie gezogen. Links stand normal behandelt und rechts stand radionisch bewellt. Aha. Mhm. Und dann habe ich begriffen, dass die Radionik mit Informationen arbeitet und nicht mit zum Beispiel mit Insektiziden oder so. Ne? Die arbeiten nicht mit Chemikalien, sondern die arbeiten einfach damit, dass sie einen bestimmten Bereich
oder eine Person oder ein Gegenstand informationstechnisch besenden. Das gibt es auch bei Medikamenten. Ich habe es auch vor 20 Jahren kennengelernt. Das fand ich auch sehr, sehr interessant, dass man einfach so ein Fläschchen von, sagen wir mal, Traumil, irgendetwas gegen Entzündung oder so, dass die Schwingung aufbauen und dann jemanden senden. Also vor über 20 Jahren fand ich, oh Gott, das ist utopisch, das kann ja gar nicht funktionieren. Aber heute ist Radonik eine Tatsache. Ja. Ich weiß, ja, das ist toll. Ja, und dann, wie bist du denn darauf gekommen, auf dieses schöne Armband, diese Ringe, das ist ja alles was Entstörendes. Ich erzähle dann auch noch, wie wir uns kennengelernt haben, aber erzähl das mal, wie bist du drauf gekommen? Wie ich drauf gekommen? Das ist mir gebracht worden, kann ich sagen. Ich habe mir solche Dinge nicht mehr. Ich war ja dann weg von dem Wollen, von dem, was weiß ich, Geld verdienen wollen. Ich hatte aber die Notwendigkeit, tatsächlich genügend Geld zu verdienen, weil ich eine inzwischen dann aufgrund meiner veränderten Zielsetzung, Lebensausrichtung, habe ich meine Frau verlassen müssen und damit auch meine drei Kinder. Oh. Für die ich dann sorgen musste. Also es war ein bisschen schwierig. Ja. Deswegen war ich immer irgendwo natürlich auch gezwungen, richtig Geld zu verdienen. Aber das war mir dann nicht mehr wirklich so wichtig. Das war nicht mehr meine Hauptausrichtung. Und das hat den Hauptunterschied, glaube ich, gemacht. Mhm. Erst mit der Zeit, das war eben erst vor 9 Jahren oder so, bin ich auf die Möglichkeit gestoßen, Häuser zu harmonisieren, Harmonie zu den Menschen zu bringen. Mhm. Und und das fand ich toll. Wie machst du das, Häuser harmonisieren? Ich meine, deine Firma heißt ja auch Swiss Harmony, finde ich sehr schön. Also ich habe es ja nun auch schon erlebt. Wir kennen uns ja jetzt auch schon, glaube ich, ein paar Jahre. Ich habe dich ja mal auf der Messe erlebt und du hast auch mal mein Auto harmoniert in Zürich. Ja, also, ich erinnere mich. Da hast du was eingebaut, irgendwie so ein Chip oder so, damit da einfach gute Schwingungen sind. Ist auch bis heute, denke ich, sehr gute Schwingungen. Also so Streits und sowas kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern, seitdem der Chip drin ist. Ja. Und du hast mir eben auch hier dein Armband und Ring auch gegeben und damit man geschützt ist auch vor der WLAN-Strahlung und so weiter. Ja. Aber wenn du so Häuser harmonisiert, was passiert da? Was fühlst du? Hast du Geräte, dass du das richtig messen kannst? Hier stimmt was nicht oder wie läuft das ab? Ja, also die Belastung eines Hauses, die kann man tatsächlich messen. Es gibt Messgeräte für Hochfrequenzen und auch für niederfrequente Felder. Mhm. Niederfrequente Felder sind all die Felder, die kabelgebunden sind. Mhm. Also in einer Wohnung, in einem Haus sind es natürlich sämtliche Steckdosen, die Leitungen in den Wänden, der Strom, eben der Hausstrom, der von der Deckenlampe kommt, von überall. Ja? Mhm. Und wenn ich zum Beispiel bei Kunden bin, sind die meisten Kunden sehr überrascht, wenn sie feststellen, dass sie in ihrem Schlafzimmer bei ausgeschalteter Nachttischlampe, dass sie trotzdem in einem Feld von 30, 40, 50 oder höher Voltmetern liegen. Mhm. Das können sie gar nicht verstehen, habe ich früher auch nicht verstehen können, aber es ist so, dass stehender Strom, also Strom, der nicht fließt, der nur bereit steht, ein elektrisches Feld verbreitet. Mhm. Und man weiß, man ist sich wirklich einig in baubiologischen Fachkreisen, dass zum Beispiel Säuglinge, die in einem Feld schlafen, das 5 Voltmeter hat, zwangsläufig krank werden. Ja. Da gibt es ja auch hier den von Polen. Ich habe da auch ein Buch gelesen und die ganzen Abbildungen gesehen. Da geht es ja auch um Erdstrahlung, um Verwerfungen, wie das so schön heißt, Hartmann, Curie-Gitter und so. Damit habe ich mich früher auch immer viel beschäftigt. Und heute wird das Ganze ja verstärkt, wenn man in so einem Feld liegt. Der Herr von Polen konnte ja genau sagen, wenn er das Bett gesehen hat und die Felder, an was derjenige, der im Bett liegt, erkrankt sein muss. Das fand ich ja gewaltig. Bei einer Frau sagte er, ja, die muss Brustkrebs haben, der Mann einen Herzinfarkt oder hier, wenn die Störung hier im Unterleib war, Prostatakrebs und das war alles sehr genau. Das heißt, es ist ja immens wichtig, dass wir den richtigen Schlafplatz haben. Ja, auf jeden Fall. Ganz wichtig. Ja, aber was du da erwähnst, sind die geopathischen Störzonen, also Erdstrahlen, Wasseradern. Ja. Das ist nochmal was anderes als der Hausstrom. Ja. Die elektrischen Felder, die wir durch unseren eigenen Hausstrom sozusagen haben, den wir uns aussetzen, das ist schon sinnvoll, da mal hinzugucken, wie stark die sind, vor allen Dingen, wenn man Kinder hat, in welchen Feldern die liegen. Die geopathischen Störzonen sind nochmal was anderes, die lassen sich nicht wirklich messen. Ach so, okay. Da muss man schon entweder
Routengänger sein. Ne? Ja. Mhm. Oder man benutzt eine App. Ich benutze immer eine App. Also so gesehen kann man sie doch indirekt messen. Aha. Mit einem Kompass. Der Kompass muss allerdings sehr sensibel sein. Ja. Die meisten Smartphone-Apps haben nicht solche sensiblen Mess-Apps. Ne? Mhm. Und da kann man dann sehen, wenn der Kompass sich dreht, während ich das Handy so übers Bett ziehe, langsam. Wenn er sich dreht und wo er sich dreht, da hat man eine geopathische Störzone. Mhm. Das kann man dann so gesehen doch noch feststellen, ohne jetzt Routengänger zu sein. Mhm. Ne? Aber ich glaube, das schaukelt sich auch auf, ne? Mit dem heutigen Strom und WLAN, dass das dann noch verstärkt wird und verschlimmert wird. Wenn ja klar, es sind dann zwei schädliche Einflüsse, genau, die zusammenkommen. Mhm. Und dann ist es eben manchmal, und eigentlich gibt es immer noch den dritten Einfluss, das sind die Hochfrequenzen, über die haben wir noch gar nicht geredet. Ja, das kommt noch. Ne? Ja. Das ist also die eigene WLAN-Anlage. Ja. Die man zwar ausschalten kann, aber wenn man in einer Wohnung lebt, dann hat man den Nachbarn, der seine Anlage nicht ausgeschaltet hat. Und was ganz häufig übersehen wird, sind die Schnurlostelefone. Ja, die sind ganz schlimm. Mal in einem Kinderzimmer, da war so ein starkes, hochfrequentes Feld. Die Mutter war völlig außer sich, sagt sie, aber hier ist doch nichts im Zimmer. Ja. Sagt, das kann nur vom Nachbarn sein. Dann ist sie rüber zum Nachbarn und hat sie gebeten, sich das mal anzuhören. Mhm. Also wir machen die Hochfrequenzen ja akustisch hörbar. Und sie war genauso überrascht. Und dann war klar, sie hat genau auf der anderen Seite der Wand ihre Basisstation von dem Schnurlostelefon stehen. Mhm. Hat sie natürlich sofort entfernt. Tatsächlich, da war sie einsichtig, da hat sie Glück gehabt, weil ich glaube, viele sagen, was ist das für ein Unsinn. Ja. Das Problem dabei ist ja immer, wenn man es nicht sieht und nicht hört. Normalerweise ist er nicht hörbar. Ich habe das auch schon gehört. Tak, 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 hört sich schlimm an. Dann weiß man, oh Gott, und das ist nicht auch gut. Schlimm. Ja, jetzt mal meine Frage, wenn diese schnurlosen Telefone sind, rätst du dann dazu, sie ganz wegzumachen oder könnt ihr das auch harmonisieren? Denn ich weiß, das ist eine ziemlich starke Belastung. Ja, gerade diese schnurlosen Telefone wird immer vorgewarnt. Ja, ne? Naja, das Beste ist natürlich immer, das Übel zu entfernen und gar nicht erst im Haus zu haben, aber wir können es harmonisieren. Und das tun wir auch. Zu einer Hausharmonisierung gehört einmal, dass wir sozusagen alle stromgebundenen Geräte, Leitungen harmonisieren. Die haben also keine schädliche Auswirkungen mehr auf den Körper. Mhm. Und zusätzlich dazu alle mobilen Geräte, also mobile Geräte, die nicht am Strom angeschlossen sind. Wenn ich zum Beispiel das Schnurlostelefon in der Basisstation habe, genauso auch das Handy in der Ladestation habe, dann sind die harmonisiert, weil sie ja von dem harmonisierten Strom versorgt werden. Mhm. Aber wenn ich sie abnehme, haben sie ihr eigenes Energiesystem und entwickeln dann wieder schädliche Frequenzen. Deswegen muss jedes einzelne Handset, sozusagen jedes einzelne Gerät, separat harmonisiert werden. Mhm. Das machen wir, das gehört mit dazu. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich möchte das ja immer so praktisch wissen. Also ich kann mir vorstellen, eine disharmonische Schwingung sieht vielleicht so aus, ne? So richtig zackig, würde ich jetzt als Disharmonie. Zacken, Spitzen, Ecken, so. Und mit eurem Harmonisierer oder mit deinem Harmonisierer machst du dann so, dass sie so sanft wird? Oder was passiert da so? Ich möchte jetzt nicht dein Geheimnis wissen, dass das jemand nachbaut. Ich erkläre das gerne. Ja. Also wir reden ja von Hertzschen Wellen, die hochfrequenten Wellen. Da reden wir von Hertzschen Wellen und die haben meistens immer so eine Form. Okay. Ja. Es gibt da zwar Abweichungen, man nennt das Dirty Electricity, wo eben das Ganze so geht. Ja. Ja, also aber so wie ich gerade so sage. Aber das ist nicht das, was schädlich ist. Ach, also schädlich ist das auch. Ja. Aber was hier schädlich ist, wir reden von den Frequenzen. Ja. Wir reden über Frequenzbereiche, die nicht im natürlichen Schwingungsfeld liegen. Und der Körper kann damit nicht umgehen, weil es künstlich ist. Mhm. Der kennt diese Sprache eigentlich gar nicht und fühlt sich davon oder wird dadurch logischerweise irritiert. Also der kommt aus dem Rhythmus, ne? Er wird tatsächlich gestört. Also das ist so ähnlich. Manchmal benutze ich das Bild von einem Chinesen, der hier zum Beispiel im Studio stünde mit einem Megafon und permanent chinesische Mantren runterspräche. Mhm. Wir würden doch total gestört sein davon. Mhm. Wir würden uns nicht mehr konzentrieren können. Wir würden aus der Ruhe kommen, auskicken. Ja. Ja. Und so ähnlich ist das mit dem Körper. Ja. Weil die Signale, die auf den Körper treffen, sind erstens nicht natürlich, also total wesensfremd. Und sie sind auch noch sehr viel stärker als das elektrische Feld, die feinsten elektrischen Ströme, die unsere Funktionalität ausmachen. Ne? Und da,
da kann der Körper, er gleicht zwar aus, wo er kann, weil wir sind ja intelligente Wesen. Ne? Wie gefährlich das ist, ne? Wie starke Belastung, das ist schon irre. Und wenn, also ich benutze auch immer gerne dieses Bild, oder das, was war das? Nee, Paracelsus hat es gesagt. Er hat gesagt, die Dosis entscheidet, ob etwas ein Gift ist oder nicht. Stimmt, die Dosis macht das Gift. So und wenn du dir anschaust, das natürliche Schwingungsfeld ist ja das des sichtbaren Lichtspektrums, was du in der Natur hast, wenn du spazieren gehst, ne, da in die unberührte Natur gehst, dann kannst du dich erholen. Du regenerierst, du lädst deine Batterien wieder auf. Ne, wenn du zu einer Kur gehst oder so, du kommst gesund nach Hause. Mhm. Hoffentlich. Ja, das sollte jedenfalls das Ziel sein. Ja, ne? Je nachdem, wie lange du dann da bist, in diesem natürlichen Feld dich aufhältst. Und wenn du bedenkst, dass links und rechts von diesem sichtbaren Lichtspektrum wir das UV-Licht haben und auf der anderen Seite das Infrarotlicht. Ja. Ja? Beides kann therapeutisch sehr wirksam sein, aber nur in der richtigen Dosis. Ja, ist richtig. Ja. Und die Hochfrequenzen sind viel weiter von diesem Lichtspektrum entfernt und viel intensiver. Und das Problem ist, wir können die Dosis nicht bestimmen. Im Gegenteil, sie wirkt 24 Stunden auf uns ein. Ja, und viel, ich kenne das jetzt auch zum Beispiel ich habe zwei Töchter, von einer Tochter, die ist richtig handysüchtig, allerdings macht sie auch Geschäfte per Handy, die muss also oft am Handy sein. Und es gab so Phasen, wo sie wirklich Tag und Nacht, dann noch nachts wird es auch noch aufgeladen, ne? Dann noch zwei, drei Handys, ihr Freund hat ja auch noch ein Handy. Ja. Und wundert sich, wenn sie morgens mit Kopfweh und Schwindel erwacht. Ne? Also ich bin da neulich reingegangen, ich werde da ein bisschen elektrosensibler mittlerweile und sage, boah, ich hatte das Gefühl, was ist denn hier los? Das war wie so eine hohe Voltzahl. Also mir tat das richtig körperlich weh. Ich habe gesagt, Felicia, mach jetzt bitte sofort diesen ganzen Strom aus, los, mach das aus, du kriegst echt Probleme. Und mein Lehrer hat schon gesagt, vor über 20 Jahren, ich bin ja jetzt fast seit 25 Jahren Heilpraktikerin, er hat damals gesagt, spezialisiert euch auf Gehirntumore, weil die nehmen zu, durch diese Handybelastung, immer am Kopf, die schlafen nachts damit, sie machen es nicht aus. Das könnte ja ein Freund oder eine Freundin anrufen, irgendetwas Wichtiges verpassen. Das ist schon schlimm. Es ist sehr schlimm. Es ist sehr schlimm, und das eben, das Problem ist, dass wir es nicht hören, nicht fühlen, also unsere Sinne nehmen es nicht wahr. Und nur mit Messgeräten kann ich sie akustisch darstellen. Und dann, das ist wie ein Schock für die meisten Kunden. Ne? Weil sie dann begreifen, das kriegen sie nonstop, 24 Stunden. Ob sie schlafen oder nicht. Und die Tatsache, dass sie nicht schlafen, ist ja auch leicht erklärbar. Auch der Hirntumor ist leicht erklärbar, weil es hat damit zu tun, dass, das weiß man, dass Elektrosmog die Melatoninproduktion bis auf 40% reduzieren kann. Mhm. Und du weißt sehr gut, dass Melatonin natürlich für den Schlaf sehr wichtig ist. Ja? Ohne Melatonin kein Schlaf. Und wir wissen auch, dass Melatonin ein sehr wichtiges Hormon ist, auch wenn es um die Immunabwehr geht, oder auch um den Krebs in Schach zu halten. Mhm. Ja? Das ist ja alles, hängt ja alles mit dem Melatonin zusammen. Mhm. Wir wissen übrigens seit 1971 über die Schädlichkeit von Hochfrequenzen. Seit 1971? Seit 1971. Warum wird nichts gemacht? Das ist wieder Geschäft wahrscheinlich. Ja, ne? Natürlich. Man könnte doch so viel machen. Also mir machen auch diese Sendemasten, wenn ich die sehe. Die haben ja so zugenommen. Ich finde, die sehen schon so furchtbar aus. Die machen mir schon Angst, wenn ich die anschaue. Dass wir so viele haben, mitten in der Bevölkerung. Das wird sich wahrscheinlich reduzieren. Aber man könnte doch, ich habe mir auch schon mal ein bisschen Gedanken gemacht, man könnte sie doch ganz oben, per Satellit könnte man doch solche Antennen haben. Oder nicht, dann wären die doch ganz weit von uns entfernt und könnten nicht mehr so viel Schaden anrichten. Ja. Wäre doch mal eine Idee, ne? Ja, vielleicht kommt das ja, aber zunächst ist die Entwicklung eine völlig andere. Mhm. Also es kann durchaus sein, dass diese Handymasten, wie wir sie kennen, mit der Zeit weniger werden, weil es gibt ja neue Technologien, neue Antennenanlagen, die sehr viel kleiner sind, also sind vielleicht nur noch so groß. Ja. Und dann sollte man meinen, in meinen Vorträgen zeige ich das, man sollte meinen, das sei nur eine Sendeantenne. Aber wenn dann der Deckel aufgemacht wird, sieht man, dass da 256 Antennen drin sind. 256? 256 Antennen. Und die sind, man nennt die vektorfähig oder vektorisiert. Das heißt, die können sich bewegende Objekte nachverfolgen, was wichtig ist bei den Autopilot, bei diesen selbstfahrenden Autos. Ne? Mhm. Das soll ja alles mit 5G
dann mehr und mehr Realität werden. Aber ist auch nicht gut für uns, ne? Wenn ich dich jetzt gerade so ja, es, man muss was tun. Ich finde, jeder Einzelne muss da Selbstverantwortung übernehmen, weil wer es nicht tut, der kann durchaus heftige Schwierigkeiten bekommen, weil die Signale ja, oder diese Antennenanlagen müssen näher zum Menschen kommen. Mhm. Diese 5G-Frequenzen sind sehr viel höher als das, was wir jetzt haben, und deswegen können die sich nicht so weit ausbreiten. Das heißt, so alle 300 Meter wird es eine Antenne brauchen. Ach du Schreck. Weil die auch, diese Frequenzen werden leicht aufgehalten oder gestört, zum Beispiel durch Blattwerk, also Wälder, Parkanlagen. Ne? Mhm. Oder bei starkem Regen geht das auch dann den Bach runter sozusagen. Oh, das heißt also, wenn die eine Antenne errichten, müssen wir gleich Bäume drumherum pflanzen sozusagen. Ja, das ist gut, ne? Das ist so ein bisschen Schutz. Ja, also sie verstecken die ja auch, ne? Habe ich auch mal gelesen. Ja. So in Tannenbäumen wird das versteckt. Ja, diese großen Dinger. Auf Kirchturmspitzen und so weiter. Das ist schon wirklich... Also in Zukunft wird man die wahrscheinlich sehen auf Straßenlaternen, dass die an den Masten angebracht werden. Ich weiß, dass es eine Art Regel gibt, ein Gesetz gibt, dass es mindestens in 2,50 Meter Höhe angebracht werden muss. Es darf nicht niedriger sein, ne? Weil man weiß, dass es eine Schädlichkeit für den Kopf bedeutet. Ne? Ach so. Ja. Oder man wird sie auch in Gullideckeln unterbringen. Also es gibt viele Möglichkeiten, die Antennen den Menschen näher zu bringen, 5G-Antennen. Okay, was kannst du jetzt da tun? Da muss man doch was tun. Also wenn ich das so höre, dann macht mir das richtig Angst für die Zukunft, weil ich sehe ja auch, was jetzt schon passiert. Nicht? Wir sehen das ja auch im Blut durch diese ewige Bestrahlung. Und da können wir ja auch nochmal drauf eingehen. Wir haben sehr ja auch gerne. Ein Experiment gemacht, Richard, in meiner Praxis in Bayern. Ja. Und wir haben ja den Moderator aus der Schweiz Autofahren das mit einem Elektroauto und haben geschaut, vorher und nachher. Und das war ja beeindruckend. Ich hatte ihn vorher untersucht, er ist recht gesund, wunderbares Blut, also so, wie man dann hier so sieht, die roten Blutkörperchen, schön schwimmend, tolle Abwehr, alles klasse, richtig tolles Blut. Und dann ist er, ich weiß nicht, wie lange ist er gefahren mit dem Elektroauto? Wir haben das Auto abholen müssen, das war so 20 Kilometer entfernt, 20, 25, also er ist wahrscheinlich so, also ich denke, das war eine halbe Stunde, die wir halbe Stunde, genau. Und er ist nicht selbst gefahren, er war Beifahrer. Ja. Er war Beifahrer. Ja. Also wir wollen die jetzt ja nicht schlecht machen. An sich ist es ja für die Umwelt und so eine tolle Geschichte. Aber für die Strahlung der Menschheit, also wenn man da drin sitzt, scheint es nicht sehr gesund zu sein. Das hat mich auch ein bisschen entsetzt, aber du weißt da sicherlich auch Abhilfe. Auf jeden Fall kam er dann nach der Fahrt nochmal zu mir und wir haben dann nochmal einen Tropfen Blut abgenommen und sind auch durchgefahren, so von oben bis unten. Also nicht, dass wir jetzt nur eine Region angeschaut haben. Ja. Und es war verklebt. Es war richtig verklebt. Ja, also die hingen gesehen, aneinander. Ja. Ne? Also so wie ein Netz. Ja. Und da sah er gar nicht mehr so gesund aus. Überhaupt nicht. Und das hat mich schon sehr schockiert. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr schön, wenn man das mal so plastisch sieht, was passiert, wenn wir dieser Strahlung ausgesetzt sind. Das war schon schockierend zu sehen, wie schnell sich das Blut so verklebt. Das heißt, es ist schon ein Sauerstoffmangel da. Ne? Es ist auf jeden Fall nicht gut für den Menschen in so einem Auto zu sitzen. Obwohl viele das immer noch meinen, dass es auf jeden Fall gut ist. Und ich fand es auch immer, wie gesagt, umweltfreundlich ist ja eine schöne Sache. Warum machen wir das nicht alle? Aber als ich das jetzt gehört habe, ist es natürlich nicht so gut. Aber kannst du diese Art Autos auch harmonisieren? Und zwar so, dass man vollkommen unschädlich da drin sitzen kann. Also ich tue mich immer schwer zu sagen, vollkommen unschädlich. Okay. Mhm. Aber wir können zumindest was tun, was diese starke Belastung reduziert, wenn nicht sogar neutralisiert. Mhm. Ich behaupte aber, dass jeder Mensch unterschiedlich damit umgeht. Aber da können wir später mal drüber reden. Aber eigentlich reicht es, das Auto zu harmonisieren. Das haben wir dann auch gemacht mit diesem einen Auto. Ja. Unmittelbar nach dieser Messung, die du da gemacht hast. Ja. Und ich habe ihm dann auch noch so einen Bio-Armreif gegeben. Ah, ja. Den hat er getragen. Mhm. Also er ist mit dem Armreif in ein harmonisiertes Auto gestiegen und ich habe ihn gebeten, 20 Minuten zu fahren.
Aber er war 12 Minuten später schon wieder in deiner Praxis? Ja, das war sehr früh, aber trotz allem haben wir gesehen, dass sich das Blut schon wieder erholte. Es war jetzt natürlich nicht so, wie es am Anfang war, dafür war es zu kurz. Wir hätten ein bisschen mehr warten sollen, aber war ein bisschen hektischer Tag. Weißt ja, wie das ist, wenn die ganzen Kameras da sind und so und Zeit und das ist ja auch immer so ein Thema. Und man konnte aber deutlich sehen, wie sie wieder so machten. Also sie wollten wieder in ihre natürliche Ordnung zurück und einige waren auch schon frei. Also es war auch, also ich fand, das Bild war besser. Überraschend. Ja, du hast es nicht gesehen, glaube ich, als ich ihn das erste Mal untersucht habe, war es perfekt. Richtig perfekt. Ja. Oder warst du dabei? Nee, das erste Mal da war ich nicht dabei. Da warst du nicht dabei. Da war es richtig perfekt. Aber also du fandest es jetzt auch ich schon fand gut. Das dritte Bild absolut perfekt. Ja, ja. Also es war... Ja. Also das werden wir ja wohl zeigen können, nehme ich mal an, ne? Ja. Während wir reden. Ja. Ja, wunderbar. Ja, das Experiment, das hat er ja alles aufgezeichnet. Ja. Und da sieht man, wie wichtig das ist. Ne? Ja. Jetzt finde ich nochmal ganz interessant, weil ich trage das ja auch und du hast es eben schon erwähnt. Du hast Armbänder und auch Ringe. Kannst du mal sagen, diesen schönen Ring diesen Jahr und auch das Armband oder dieses Armband. Ne? Ja. Was machen die genau? Das möchte ich jetzt mal wissen. Also, sie machen eigentlich gar nichts. Okay. Und dann, ne? Brauche ich es ja gar nicht. Das sieht schön nicht, aus, aber sie machen nichts. Okay, ne? Dann erklär mal die Wirkweise. Sie sind eigentlich ist es nichts anderes als eine Informationskonserve. Als ein Informationsträger. Konserve. Ist, ja, ich nenne das Konserve, weil wir packen die ja immer ein, weißt du, in Aluminiumfolie, bevor wir sie wegschicken. Ah, okay. Und dann ist das wie eine Konserve. Ah, gut. Und wenn du die Aluminiumfolie dann wegnimmst, dann wird es, dann ist es sozusagen aktiviert. Mhm. Ja? Weil dann die Information fließen kann. Aluminium behindert die Ausbreitung von Informationen. Mhm. Ja? Mhm. Wichtig zum Beispiel, wenn man sein Handy harmonisieren will. Manche iPhones haben ja so eine Aluminiumrückwand und ich sehe das ganz häufig. Manche sagen, also ich begegne Menschen, die sagen, ja, ich habe mein Handy ja harmonisiert. Mhm. Und dann zeigen sie es mir und dann sehe ich, dass sie da irgendeinen Chip haben und den auf das Aluminium geklebt haben. Ja. Wirkungslos. Ah, das machen ja viele mit den Chips. Also ich habe auch schon viele Leute kennengelernt, die mir dann solche Chips verkauft haben. Ja. Und ich war immer der Meinung, das hilft dann auch. Das kann durchaus sein, dass die helfen. Ja. Das will ich damit nicht in Frage stellen. Ja. Nur auf der Aluwand wirkungslos. Ach so, wenn eine Aluwand ist, ist es wirkungslos. Weil es durch das Alu nicht durchgeht. Okay. Haben die denn alle hinten so Alu? Weiß ich momentan gar nicht. Nein, die iPhones. Die iPhones? Ja, iPhones 4, 5, 6 und 7. Die haben das alle. 8 hat es nicht mehr. Das heißt, die kann man dann gar nicht harmonisieren mit diesen Chips. Doch, die kann man harmonisieren, weil die haben noch so einen kleinen Kunststoffstreifen. Also das Vierer hat so einen 1 cm breiten unteren Rand aus Glas und oben auch. Und ab 5 sind es so Kunststoffstreifen, ganz dünne Kunststoffstreifen. Und Apple braucht es selbst, damit die Antennen überhaupt nach außen wirken können und empfangen können. Ne? Mhm. Und wenn man den Chip oder was immer es ist, da drauf legt, auf diesem Streifen, dann ist es sicherlich besser, als wenn er nur auf Alu ist, weil da bringt es nichts. Ach so, das ist ja sehr interessant. Aber du hast meine Frage noch nicht so ganz beantwortet. Was passiert? Also ich fühle mich jetzt ja mit dem Ding ziemlich sicher. Wenn ich jetzt irgendwo in der Bahn sitze oder so, denke ich ja, telefoniert man ja alle mit euren Handys. Ich bin ja, also ich fühle mich jedenfalls recht geschützt, fühle mich gut mit denen. Aber so für die Zuschauer, dass sie es auch verstehen, was passiert genau? Was passiert mit meinem Schwingungsfeld und warum sollte man das tragen? Außer, dass es auch noch sehr, sehr, sehr dekorativ ist. Also das gefällt mir auch. Mhm. Finde ich immer schön, wenn man das verbinden kann. Ne? Ja. Gesundheit noch mit Schönheit finde ich mal ganz super. Ja. Erzähl mal genau, das möchte ich jetzt auch für mich wissen. Mein eigenes Verständnis dafür ist in dem Moment klarer geworden, als ich mir bewusst gemacht habe, was Einstein mal irgendwann erzählt hat. Er meinte, wenn man immer tiefer in die Materie schaut, ins Atom, die subatomaren Teilchen sich anguckt, dann muss man irgendwann begreifen, dass unsere ganze Realität, unser Kosmos, alles das besteht eigentlich nur aus zwei Komponenten. Aus Atomen? Nein. Was? Atome? Schwingen. Schwingungen. Aber Schwingung ist das Ergebnis aus Energie und Information. Und das sind die beiden Komponenten. Mhm. Wir liefern mit diesen Dingen Information. Und wir informieren Energiesysteme. Mhm. Und zum Beispiel das Energiesystem Mensch. Wir sind ja ein Energiesystem. Und wenn ich die Information der höheren Ordnung an dieses Energiesystem anlege, dann muss es diese Schwingungsinformation übernehmen. Das ist ein Resonanzgesetz. Mhm. Das heißt,
dieses Schwingungsfeld des sichtbaren Lichtspektrums, das, was ich habe, wenn ich durch die Natur gehe und wandere, durch die unberührte Natur, das überträgt sich auf meinen Körper und mein Körper übernimmt diese Schwingung genauso, weil es eben als Resonanzgesetz gar nicht anders kann. Mhm. Es beginnt also in diesem Frequenzbereich zu schwingen und alles, was von außen kommt und zum Beispiel unnatürlich ist, also künstlich, sprich Hochfrequenzen, Niederfrequenzen, kann dann in meinem Körper keine Resonanzen mehr erzeugen. Mhm. Wieder ein Resonanzgesetz. Mhm. Ja. Also man kann sich das fast wie so einen Schutzpanzer vorstellen, dass man so geschützt ist und dass dieses, sagen wir mal, diese ungesunde Schwingung einen nicht erreicht oder nichts bei einem machen kann. Sagen wir es mal genau. So. Sie kann nicht eindringen. Nein, es ist so ähnlich wie zwei Stimmgabeln. Wenn die baugleich sind und du schlägst nur eine an, schwingt die andere mit. Ja, das stimmt. Ja. Wenn die aber nur ein bisschen verändert ist, also zum Beispiel ein Bioarmreif trägt, ne? Dann kannst du hier schwingen, so anschlagen, so viel du willst, da passiert dann nichts mehr. Mhm. So muss man das sehen. Ah, das also, ist ja toll. Da kann also noch so viel, ob jetzt 3G, 4G, 5G, ne? Oder was weiß ich, Radaranlagen vom Flughafen oder was auch immer. In meinem Körper kann mir das nichts tun, weil es gar keine Resonanzmöglichkeit gibt. Und auch wenn ich in ein nicht harmonisiertes Auto steige mit dem Armreif und dem Ring oder beides oder so, dann ist das auch so, dann bin ich auch geschützt? Mit Vorbehalt. Und zwar deswegen, weil wir von Energiesystemen reden und wir müssen Energiesysteme denken in dem Moment. Mhm. Du zum Beispiel, wenn du jetzt ein nicht harmonisiertes Telefon benutzt, um zu telefonieren, und du legst das ans Ohr, dann kann dir der Armreif und der Ring nicht mehr helfen. Weil das Energiesystem des Handys in dem Moment stärker ist als die Energie deiner Zellen, an die du es anlegst. Okay. Ja? Was muss ich dann die machen? Die verdrängt sozusagen dann das Energiesystem des Körpers, weil es da eindeutig stärker ist. Es überlagert diese Energie. Ja. Und deswegen muss man das Handy zusätzlich harmonisieren. Und wie machst du das? Auch mit so einem Chip? Ja, da gibt es, wir nennen den Biopatch. Unser Multitalent, weil man es für andere Dinge auch einsetzen kann, den kann man zum Beispiel auch nur am Körper tragen, statt einen Armreif. Aber den kann man zum Beispiel unter den Akku eines Smartphones legen oder einfach hinten drauf kleben. Ne? So was habe ich noch nicht, siehst du? Ich bin doch noch nicht so ganz sicher. Also, da irgendwas fehlte ja noch. Ja, weil ich telefoniere ja auch viel mit dem Handy, auch geschäftlich und so. Ja. Aber ich habe immer gedacht, ich bin nun jetzt so geschützt, aber bin ich dann nicht. Nein, weil, wie gesagt, wichtig, was du sagst. Es geht immer darum, Energie in Energiesystemen zu denken. Wenn zum Beispiel, wenn du dich zum Beispiel als harmonisierte Person mit den Produkten, die wir herstellen, direkt neben einen WLAN-Router setzt, ohne dass du es wissen, ne? Der ist vielleicht hinter dir oder so, und der WLAN-Router ist in einem Stromnetz, das nicht harmonisiert ist, dann ist dieser WLAN-Router möglicherweise in seinem Energiefeld stärker als deine eigene Körperenergie. Mhm. Also es geht immer um die direkte Nähe zu irgendetwas Schädlichem. Mhm. Wenn du auf ein Handymast kletterst, kannst du harmonisiert sein, wie du willst, ist einfach viel zu nah. Das Energiesystem ist stärker. Mhm. Na, das mache ich nicht. Und das geht, ist mir klar. Glaube ich, das gefällt mir nicht so gut auf dem Handy. Aber das ich geht verstehe, zum Beispiel fürs Auto, ja? Manche kriegen das ja direkt auf ihr Dach. Ich habe sowas ja auch in der Stadt gesehen, neulich in Frankfurt. Dachte ich, oh Gott, eine total viel befahrene Straße, so eine Hauptstraße in Frankfurt. Ja. Also Autos ohne Ende. Dann diese Straßenbahn und Busse, die haben ja auch noch diese ganzen Stromlinien. Ja, klar. Und oben so eine ganz dicke Antenne. Dachte ich, oh Gott, wie krank müssen die Leute sein, die da wohnen. Das ist ja wie auf dem Handy mal so klettern. Ja. Was würdest du denen denn empfehlen? Könntest du solchen Menschen helfen, die so einer massiven Strahlung ausgeht. Das ist massiv. Also die taten mir richtig leid, dass man überhaupt Leute da reinsetzt. Das Beste ist wirklich immer, die Wohnung selbst zu harmonisieren. Weil dann wird das Stromfeld, das Energiefeld des Hausstroms, wird zum schützenden harmonischen Feld. Trotz dieser riesigen Antenne, das war so eine große, die weil die ist dann gar nicht, die kann gar nicht so stark sein wie das eigene elektrische Feld in der Wohnung. Mhm. Ja. Aber zum Beispiel, wir waren beim Elektroauto. Ja. Wenn du dann harmonisiert, als Person harmonisiert, dich in dieses nicht harmonisierte Elektroauto setzt, dann sitzt du ja zum Beispiel auf einem Sitz, der mit Sicherheit eine Sitzheizung hat. Ja, klar. Ja, da hast du das elektrische Feld direkt an deinen Zellen. Mhm. Ja. Und da kann es dann wieder stärker sein als deine Zellenergie. Und natürlich, und was wir festgestellt haben, wir haben das ja gemessen, während wir den Wagen abgeholt haben, ne, bei diesem Versuch. Wir haben die elektrischen Felder und die magnetischen Felder gemessen
Und die magnetischen Felder sind besonders stark, immer dann, wenn der Wagen beschleunigt oder abbremst. Weil dann ist die Batterieleistung wohl extrem und entsprechend extrem sind dann die Messwerte. Aha. Und dieses ständige Schwanken belastet den Körper ja noch zusätzlich. Er muss ja immer mehr mit dieser Schwankung dann auch noch umgehen. Nicht nur, dass es artfremde Informationen und Frequenzen sind, sondern dieser ständige Stress und dann Entspannung und dann wieder Stress, das ist heftig. Und diese computergesteuerten Autos können ja dann auch nicht so besonders für unsere Gesundheit sein. Ne? Da gibt es ja jetzt jede Menge mittlerweile. Ja, ja. Da braucht man, da gibt es noch nicht mehr einen Schlüssel. Wie kriegt man das an? Ja. Habe ich auch neulich mal gehabt, so ein Mietauto. Ich denke, ach du meine Güte. Also ich finde die ja grässlich. Für mich wäre das jetzt nichts. Aber es wird ja auch die Zukunft sein. Ne? Theoretisch müssten die eigentlich alle von ab Werk entstört werden. Das wäre das Beste. Also kannst du mal vorschlagen. Na, da ist wenig Interesse. Du hältst ja auch Vorträge, darauf wollte ich auch noch kommen. Ist das immer so, sind das Tagesvorträge oder Stunden? Ich war leider noch nicht dabei. Also es hat sich leider immer nicht ergeben. Wenn wir zusammen auf der Messe waren, habe ich auch meistens einen Vortrag gehalten. Ja, deswegen. Was gibst du den Leuten so mit? Was erzählt ihr? Macht ihr die ein bisschen sensibler auf diese Thematik? Ja, auf jeden Fall. Also ihr gebt auch Tipps, ne? Ja, wir geben natürlich auch Tipps. Und die ersten Bilder, die ich zeige oder Fragen, die ich stelle, die gehen mehr so in diese Richtung, wie sicher sind wir uns eigentlich, dass das, was wir zu wissen glauben, auch wirklich stimmt. Mhm. Und dann zeige ich, dass Kepler um 1500 rum, hat er ja nachgewiesen, dass nicht die Sonne sich um die Erde dreht, sondern dass es umgedreht ist. Ja? Und dafür hat er ja enorme Schwierigkeiten gekriegt, ist ja eingekerkert worden. Und es gibt zwei italienische Wissenschaftler, Bruno und hier unser, gerade fehlt mir der Name, ganz berühmter italienischer Wissenschaftler. Okay. Beide sind eingekerkert worden und der Häresie angeklagt worden von der Kirche. Also es durfte nicht bekannt werden, weil es passte nicht ins Kirchenbild sozusagen, ins religiöse Bild. Und es hat 300 Jahre gebraucht. Ähnlich haben wir das heute auch noch in Gesundheitssystemen und so. Ja, das ist sehr ähnlich, das dauert. Guck mal, es ist noch keine 200 Jahre her, da haben wir alle gedacht, die Sonne würde sich um die Erde drehen. Ja, was ist von 200 Jahren? Ne? Eigentlich nichts in der Geschichte. Eben, eigentlich nichts. Ja. Und es hat 300 Jahre lang, wusste man es besser, hat die Bevölkerung aber sozusagen dumm gehalten. Und man weiß mindestens seit 1971, seitdem diese Sammlung von Studien bekannt wurde oder veröffentlicht wurde, ob sie wirklich veröffentlicht wurde, weiß ich gar nicht. Hast du diese Studien? Ich habe die Studie selbst nicht, aber ich habe diese Sammlung, das Titelbild zum Beispiel davon und die Ergebnisse davon, die in den Studien stehen, das ist ja von der Kriegsmarine, Medizinischen Institut der Kriegsmarine, der amerikanischen Kriegsmarine herausgegeben worden. Ach Gott. Das ist verrückt, ne? Ja, 1971. Und da ist das alles schon genannt worden. Bis hin zum Krebs, Zeugungsunfähigkeit, Unfruchtbarkeit bei Frauen. Ja, es nimmt ja alle zu. Bei Männern ja auch, nimmt Hirntumor. Ja genauso zu. Ja, natürlich. Es wird ja ständig darüber berichtet. Es wird darüber berichtet, dass das und das eingetreten ist. Und es wird immer wieder erklärt mit Krebs, mit Stress zum Beispiel, dass die Leute zu viel arbeiten und solche Sachen. Aber Ernährung nicht, ist auch und ein Ernährung. Thema. Und nicht ein einziges Mal wird der Elektrosmog erwähnt. Stimmt, und der ist so wichtig, ne? Der steht oft sogar an erster Stelle, denke ich, bei vielen. Das andere kommt noch dazu, Ernährung und Stress und sowas. Ja. Oder nimm mal in den 20er Jahren oder 30er Jahren hat man sich die Zähne mit radioaktiver Zahncreme geputzt. Wusstest du das? Nee. Ja, das zeige ich auch in meinem Vortrag. Wieso? Was war denn das für eine Zahncreme? Doramate oder Doramat hieß die. Die wurde sogar wissenschaftlich empfohlen. Also war wissenschaftlich geprüft und alles mögliche. Und das weißere, die Zähne werden weißer und so. Naja, das können wir vorstellen. Ja, und es gab Kosmetik, radioaktive Kosmetik. Es gab sogar radioaktiven Zwieback. Und Zwieback, Wellness, radioaktiv. Ja, und Wellness Center mit radioaktiven Thermen.
Das gibt es ja heute auch immer noch. Es gibt ja diese Radonstrahlung. Es gibt ja auch so Stollen, die so, aber die sind schwach radioaktiv. Und ich glaube, wenn es schwach radioaktiv ist, dann kann es wieder heilend sein. Die Dosis macht das Gift. Eben, die Dosis macht das. Aber das wusste ich nicht mit der Zahnpasta. Ja, ja. Und warum hat man das gemacht? Was war der Grund? Was das meinst du, warum macht man sowas? Das war der letzte Schrei, weil die Zähne werden dann weißer scheinbar. Der letzte Schrei. Ja, zum Beispiel, das war der letzte Schrei. Das war Bleaching. Bleaching in den 30er Jahren. Zum Beispiel. Sozusagen, ja. Heute gibt es auch Bleaching. Machen sie aber anders, glaube ich. Ich weiß nicht wie. Aber wird auch gemacht, ja. Und ob das gesund ist, weiß man dann auch noch lange nicht. Nee, das weiß man nicht. Also es ist jedenfalls gemacht worden, es ist benutzt worden. Und und man hat sie auch nicht aufgeklärt. Das ist dann erst später passiert. Oder nehmen Asbest. Asbest wurde überall verbaut. Ja, und heute wird die Entsorgung von Asbest unter höchst... Naja, sicher, das ist so die Frage, ne? Ja, also mit Anzügen, mit Gasmasken, mit allem Möglichen werden die abgebaut, das muss man sich vorstellen. Und früher hatten wir es im Haus. Übrigens, die Asbestindustrie boomt immer noch, ne? Asbest wird immer noch hergestellt. Ich habe mal irgendwas gelesen, dass es auch mit Cornflakes zu tun hat, dass sie irgendwie mit einem bestimmten Verfahren hat auch irgendwas mit Asbest zu tun. Seitdem habe ich keine Cornflakes mehr gegessen. Das wissen eben viele auch nicht, ja. Das ist so ein Abfallprodukt der Industrie, wo sie dann wieder Geld mitmachen, obwohl es uns nicht gut tut. Also viele Sachen tun uns einfach auch nicht gut. Und das muss man einfach wissen, dass diese Thematik des Elektrosmogs runtergespielt wird, weil es natürlich gegen die Interessen der Mobilfunkindustrie ist. Ich kann das alles verstehen. Also ich möchte auch nicht auf den Mobilfunk verzichten. Ich freue mich schon auf 5G, weil dann geht alles schneller. Und vieles mehr wird möglich werden dadurch. Und das, also ich finde das schon toll. Aber ich bin der Meinung, jeder Einzelne, und dafür arbeite ich und dafür halte ich auch Vorträge, jeder Einzelne muss erstmal wach werden, dass das, was uns umgibt, so ähnlich wie zum Beispiel diese radioaktive Zahnpasta, die wir für selbstverständlich hielten, oder Asbest, ne? Wenn in den 50er Jahren jemand gesagt hätte, um Gottes Willen, wie kannst du Asbest hier haben, ne? Dann der wäre auch für verrückt erklärt worden. Und das muss heute deutlicher werden unter uns Menschen, dass wir uns selbstständig informieren, unabhängig von den Mainstream-Medien, ne? Und einfach mal hinschauen, was können wir tun, weil wir ja wissen, dass der Elektrosmog uns im Grunde genommen chronische Symptome, chronische Krankheiten beschert, die wir dem Elektrosmog nicht zuordnen. Ärzte, Heilpraktiker haben ja auch nicht den Elektrosmog als in ihrem Bewusstsein. Ja. Ich arbeite ganz viel mit Ärzten und Heilpraktikern. Ich bin ja übernächste Woche wieder in einem Seminar, ein Wochenseminar, wo ich einen Vortrag vor, diesmal sind es so 40, 50 Ärzten halte und Heilpraktikern. Toll. Super. Und die finden das alle ganz toll. Die sind alle begeistert anschließend. Und viele, also wie das nächste Woche ist, weiß ich natürlich nicht, aber in der Vergangenheit war das so. Viele haben dann gesagt, ich will, dass du meine Praxis harmonisierst. Ja. Und ich will das auch alles auslegen. Ja. Und trotzdem passiert dann anschließend nicht mehr sehr viel. Warum? Weil es nicht im ständigen Bewusstsein der Heilberufler ist. Ne? Ja, ja. Das ist ja, weißt du, wir nehmen uns dies und das vor und dann werden wir von der Realität wieder, wenn du so willst, abgelenkt. Ne? Und so ist das hier auch. Weil wir denken ja, das sind ja auch, wir denken in Gewohnheiten, wenn du so willst. Das geht auch nicht so ins Unterbewusstsein, ne? Wie zum Beispiel, wenn wir immer diese großen Poster haben, wenn sie ihren Partner lieben, schicken sie ihn zur Darmspiegelung. Sollten wir vielleicht mal schreiben, wenn sie ihren Partner lieben, harmonisieren sie ihr Haus. Zum Beispiel. Sowas zum Beispiel. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich kenne das auch. Manchmal denkt man, oh, das ist toll, das ist toll, das will ich machen. Und dann gerät es wieder in Vergessenheit, weil man es eben nicht spürt und nicht sieht und die Auswirkungen nicht das unmittelbar. Ja, im Dunkelfeld sehe ich das natürlich. Was ist dein Wunsch für die Zukunft? Wo möchtest du noch hin mit Swiss Harmony und so? Und das würde ich jetzt auch gerne noch mal wissen. Man hat ja immer ein Ziel. Du lebst sowieso deine Berufung, das merke ich ja schon. Du brennst ja auch dafür. Das ist sehr schön. Bloß, was ist dein Ziel? Wo möchtest du hin? Kann ich dir nicht sagen. Ich habe kein Ziel. Okay, also aber du informierst die Menschen über die Gefahr, dass sie also gesünder leben und so weiter. Das ist ja auch schon sehr schön. Also meine, wenn du so willst, wenn ich mir was wünsche, dann wünsche ich mir dieses Bewusstsein, das Hier und Jetzt nicht zu verlieren. Und nicht mit Absichten nach draußen zu gehen. Ich bemühe mich auch nicht mit Absichten zu meinen Kunden zu gehen. Weil es reicht ja, dass ich da bin, dass ich erkläre,
Und das erwartet man ja auch, ja, wenn ich meine Vorträge halte. Mhm. Also es geht nicht darum, irgendjemandem irgendwas zu verkaufen oder Menschen zu überzeugen. Es geht darum, Informationen weiter zu vermitteln. Mhm. Was es beim Menschen macht, das entscheidet jeder für sich selbst. Das ist richtig. Ja. Aber es ist toll, dass du diese Informationen gibst. Guck mal, bei mir sind sie auch angekommen. Sind ich angekommen. Trage hier deinen Schmuck und ich finde das toll. Handy, dann so ein Patch brauche ich noch. Ja. Lieber Richard, es war sehr, sehr schön, mit dir so zu fachsimpeln. Vieles habe ich auch wirklich nicht gewusst. Ich lasse mich immer gerne inspirieren von meinen Gästen und bin dann auch wirklich überrascht, wenn ich so Sachen höre, die ich noch nie gehört habe. War sehr schön, dass du hier warst und ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Und wenn ich was dazu tun kann, dann lass mich das wissen, weil ich finde es auch ganz toll, was du machst. Ja. Das ist eine wunderschöne Sache. Vielen Dank. Ich danke auch. Dankeschön, liebe Zuschauer. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen gefallen und dass wir uns wiedersehen bei der nächsten Sendung von Sabine Lienegg TV. Auf Wiedersehen.